Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Flife. Ja, ich habe seit dem letzten Part schon die restlichen Level 6 Stück, an der Zahl waren es glaube ich, einfach mal gemacht, ohne Video jetzt, weil es war einfach nur pures Monsterkillen und da XP, wenn dieses Wochenende ist, ging es auch recht schnell. Und ich bin jetzt gerade in Ostflaris, hier bei den ganzen Ausbildern, die sieht man hier auch alle, da ist über so ein Zeichen über denen. Und hier, Magician Ausbilder, Akrobat Ausbilder, Akrobat Anweiser, das sind immer zwei pro Klasse, Assist Ausbilder und eben Mercenary Ausbilder. Und wie gesagt, oder habe ich es überhaupt gesagt? Ich glaube nicht, Mercenary ist ein Krieger mit Schild und Schwert oder Axt und Schwert, Axt und Schild, Entschuldigung. Und der kämpft halt genauso wie der Vagrant eigentlich, also es ist eigentlich wie Vagrant, nochmal bis Level 60, bis man die Klasse dann nochmal ändern kann. Und ja, jetzt kann ich mal schnell auf Q drücken, denn hier ist die Questliste. First Job Change, so heißt es nämlich. Und treffen Mercenary Meister. Und der ist... Oh, der ist doch gleich hier irgendwo. In Flaris. Die Minimap. Genau, ah, hier ist sie. Und jetzt nochmal draufklicken. Ah, genau, da oben ist er. Das ist auch recht praktisch. Das gab es zum Beispiel vor Akt 9 noch nicht. Das ist eine Verbesserung, aber meiner Meinung nach eine, die es jetzt gebraucht hätte sie es jetzt eigentlich nicht. Man konnte ja einfach die Leute fragen, wo halt der Typ ist. Und eigentlich weiß man das halt auch, aber außer halt am Anfang, aber ja, das steht dann glaube ich schon da. In Ostflaris, Nordflaris musst du suchen, dann triffst du ihn und dann bist du eine neue Klasse. Ja. Oh, du möchtest bestimmt Mercenary werden? Will ich, ja. Aber das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Hey. 5 Shining Stones zu suchen. Ach, das ist das Blöde. Es geht nicht automatisch wieder dahin. Shining Stone Anzahl. Sammle 5 Shining Stones und bringe wieder. Shining Stones? Wo jage ich denn die? Wenn mich nicht alles täuscht, sind das... Was ist denn das Ausrufezeichen da? Oh, das ist eine normale Quest. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, müssten das eigentlich die Teile sein, die Twinkle Stones, oder? Oho, oho, erstmal mein, ah, gut, das ist nochmal gesondert, okay, gut, das muss man also trotzdem die Eyebats jagen. Ja, ich wusste es aber noch, ich hatte noch das Gefühl. Ja, das sind aber andere anscheinend, das ist blöd. Einer fehlt noch. Jetzt bin ich da vorbeigerannt. Ah gut, jetzt habe ich es. Oh, es ging ja schnell. Jeder hat eins gedroppt. Ja, das ist mal effizientes Arbeiten. Ups, nicht umdrehen. So. Ach, ich benutze jetzt einfach einen Blinkwing. Geht mir hier zu langsam das Laufen. Ich bin der richtige Teleportmeister. Ja, wer sich fragt, was das ist, da klickt man einfach Doppelklick drauf und dann kann man sich in Städte teleportieren. Einfach so rum teleportieren geht leider nicht. Man kann dann später fliegen mit einem Flugboard. Das hier, das habe ich mir auch schon besorgt. Das ist aber erst ab Level 20, deswegen die Erklärung folgt dann später. Und du hast es geschafft, du wirst im Leben sehr weit kommen. Oho. Ach so, ich dachte, ich habe schon fertig. Das war aber ein Irrtum. So, Mercenary 3. Bitte prüfe dein Quest-Tagebuch. Bin doch schon dabei. Und... Ist jetzt... Oh, okay, ich dachte mir schon, das ist doch... Oh, ich hab's ja schon fertig. Oh. Okay, gut. So geht's natürlich auch. Und ja, dann danke ich euch beiden mal, auch wenn ihr das wahrscheinlich nicht hören werdet. Vitaldrink, das sind alles solche seelengebundenen Sachen. Reskill, da kann man eben alle seine Skillpunkte, habe ich bisher noch keine benutzt, zurücksetzen. Dann die anderen sind einfach nur für 30 Minuten lang unendlich FP, unendlich MP und unendlich HP. Nicht unendlich HP, das wäre ein bisschen heftig. Maximal HP erhöht sich halt für 60 Minuten. Ist trotzdem nicht schlecht, aber sollte man sich für später aufheben. Und ja, wie ich es ja im ersten Part gesagt hatte, kann man das jetzt, also wird das zurückgesetzt und kann es dann neu skillen. Und zwar bin ich jetzt Mercenary geworden. Und ich werde... Ja, 18 auf STR und 10, ja, mach mal 8 auf Dex und 20 auf STR.
Denn der braucht nur Angriffstempo, Crit und Attacke, alles andere ist unwichtig. Vor allem Verteidigung braucht er nicht gerade viel. Und genau. So, jetzt kann ich auch mal die Skills hier zeigen. Das war ja beim anderen, beim Background würde ich nichts gehen, denn das sind nur Angriffskills und die bringt's nicht wirklich, weil man hat's ja gesehen, ich war auch so stark genug, um die Monster zu erledigen. Und genau, Protection ist eben so ein Skill, den mache ich aber nicht komplett hoch, das habe ich jetzt nur als Demonstration gemacht. Da klickt mir hier auf Plus und Minus und schaut halt, wie hoch muss der Skill sein, um die anderen Skills dann, die darauf folgen, zu skillen. Und der muss eben Level 5 sein. Und dann klickt man hier in Ja und dann hat man den Skill. Jetzt ziehe ich mich hier runter auf die Aktionsleiste. Und dann du benutzt Protection und dann Death plus 5 für 2,5 Minuten. Wuhu! Und ja, dann steht da eben Charakter Level 18 muss ich haben. Hier Charakter Level 20, um hier dann eben weiter zu skillen. Ja, es geht dann noch eine ganze Weile weiter. Also es dauert ewig, bis man die alle hat. Ja, gut. Mal so viel dazu. Und ja, jetzt kommt auch schon das folgende, nämlich Blinkwing. Das ist auch immer so ein Zungenbrecher. Blinkwing nach Saint Morning und da level ich. Dann level ich dort weiter, weil in Flares sind die Mobs maximal Level 23 in einem Dungeon. Oh, aber da müsste ich hinlaufen. Das würde ziemlich lange dauern, deswegen erspare ich euch das lieber und laufe hier ein bisschen rum. Das macht jetzt auch nicht den Unterschied. Nee, aber das ist nicht. Also hier ist es nicht so weit wie in Flares, von daher ist es auch besser. Und in St. Morning sind dann noch viel höhere Viecher, deswegen kann ich auch gleich in St. Morning bleiben. Puh, muss ich erstmal Luft holen nach dem langen Text. Ja, ich bin momentan, glaube ich, Level 5, okay, jetzt habe ich einen Mega-Fail gemacht. Ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes sagen. Hab mich aber versprochen. Und jetzt ist es mal wieder etwas blöd. Wieso kann ich... Ah, das müssen wir da runterziehen. Die haben so viel verändert seit der letzten Version. Das ist echt unglaublich. Also, ich glaube es zumindest. Entweder bin ich nur extrem aus dem Spiel rausgekommen oder es ist... Sie haben echt extrem viel verändert. Also, wer weiß, wer weiß. Eine neue Waffe hätte ich eventuell gebraucht. Aber das hat es auch nicht notwendig. Die alte geht noch und vielleicht droppe ich eine neue Waffe. Und jetzt lauf mal zu, du Typ. Genau, da sind sie ja schon. Bang, Level 19, die gibt's auch in Flares, aber in Flares gibt's dann eben nicht höhere als die Bangs, nur in dem einen Dungeon. Und ja, gut, muss jetzt nicht unbedingt sein, gleich in den Dungeon zu gehen. Und hier unten sind dann eben noch viel höhere, deswegen ist es ganz praktisch, hier gleich zu bleiben. Was sie auch erhöht haben... Oh, okay... Der Guild War, das ist so eine besondere Sache, die gibt es dann später, wenn man etwas höher ist. Also jetzt am Anfang könnte man es, glaube ich, sogar auch machen, aber man würde halt der Gilde nicht sehr viel bringen. Und hey, die Axt ist jetzt... da habe ich eine bessere Waffe. Okay, gut. Ging ja sehr schnell. Und ja, der Guild War ist jetzt beendet. Interessiert mich allerdings jetzt noch nicht als kleinen, unbedeutenden Mercenary, der hier nur seine Bangs... Bang, zum Totlachen. Nee, unreife Sprüche, die nur pubertären Leuten gefallen, schlage ich jetzt mal hier nicht. Und 22 von diesen Three Leaf Clovers habe ich schon. Also von den vierblättrigen Kleeblättern, wie mein Versprecher for the win. Genau, ihr hört jetzt gleich wieder Sound. Habe ich nicht ganz vergessen anzumachen. Das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Da könnte ich mir schon wieder selbst eine reinhauen. Jetzt nicht wundern, ich laufe mit Absicht darunter, denn ich muss zu anderen Viechern, die etwas höher sind, mir etwas mehr Erfahrung geben. Zu Small Mia Level 23. Ja, die dürften auch recht leicht sein. Ja, gehen auch noch super down. Und ich hab's vorhin... Ah doch, ich hab's im Flares schon gesagt, aber ich sag's nochmal, es ist doppelte Erfahrung-Event und doppeltes Drop-Event, deswegen nicht wundern, dass ich so schnell level. Also normalerweise geht's nicht ganz so schnell, jetzt am Anfang halt schon, aber eben jetzt durch das Event nochmal doppelt so schnell. Und durch meine Hammer-Mega-Super-Ausrüstung geht's eben viermal so schnell. Und deswegen ist das recht praktisch, jetzt gleich anzufangen. Aber, naja gut, Normalfall ist eben das Event nicht, aber ich habe gehört, also ich habe es aber nur gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich sollen jetzt
sehr viele Events kommen, vor allem Erfahrungen, also sollen wesentlich öfter kommen als früher. Von daher denke ich mal nicht, dass dies jetzt so einzigartig ist, so ein Erfahrungsevent. Da habe ich wahrscheinlich nicht mal so viel Glück gehabt. Wahrscheinlich wäre das an jedem anderen Wochenende auch fast gewesen. Aber na gut, mal schauen. Es gibt ja auch Spiele, zum Beispiel Shakes and Fidget. Gut, es ist ein Browser-Game, ich weiß, aber da ist jede Woche ein Event und deswegen hätte es ja hier auch sein können. Oder vielleicht ist es ja so, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich im Forum recherchieren, aber eigentlich ist es mir auch schnurzpiep egal, denn ich bin so gut, ich level immer sehr schnell. Oh, jetzt machen die hier schon richtig viel Schaden und ich habe das falsche Food geklickt. Das hat mir nicht so viel gebracht. Und ja, das hat einen ziemlich kurzen Cooldown, deswegen kann ich mich wieder komplett auffooden, bevor die mir wieder Schaden machen. Und Level Up bin ich jetzt eh gleich, von daher hat es gar nicht mehr nötig, das Fooden. Und da. Okay, die Musik kommt auch von alleine, aber ich mach's trotzdem lieber mit. Ey, die Agro-Mobs, die nerven ein bisschen in dem Spiel. Das ist schon so eine extra Sache. Also es hat wirklich nicht jedes Spiel dieses mit den Agros, aber ich find's nicht so schlecht. Also für AOE, also Area of Effect Skills ist es natürlich von Vorteil, wenn man dann 3, 4 normale hat und dann kommen noch 2 rote von alleine hinzu, ohne dass man sie selbst pullen muss. Hat sicherlich seine Vorteile. Mir persönlich bringt es jetzt nicht sehr viel, wenn mich während dem Kampf mit einem normalen noch ein roter angreift. Also mich stört das eher. Zumindest jetzt am Anfang noch. Später sind die dann so schnell down, hoffe ich zumindest. Kommt drauf an, wie gut man ist, dass man da ruhig mal 2, 3 auf einmal machen könnte. Und jo, noch einer down. Ich habe sogar jetzt schon, da steht es wieder mit den Events, da kommt immer so alle 5, 6, 7 Minuten so eine Nachricht damit, dass da eben so ein Event ist. Und ich habe schon wieder neues Food gedroppt, die Chocolate Bar. Wie gesagt, das ist immer Essen, also nicht wundern, dass das so heißt. So, das ist jetzt auf 2, dann verfude ich, also esse ich noch das andere Zeug, bis es leer ist, weil die Chocolate Bar füllt viel mehr Leben auf. Und daher lohnt sich das auch mehr, das die zu benutzen. Aber mache ich erstmal das andere leer, weil sonst habe ich wieder keinen Platz im Inventar. Wäre auch nicht so schön. Und die ganzen Monster habe ich jetzt alle umgebracht, oder was? Oh, muss ich bis dahinter laufen? Muss tatsächlich bis dahinter laufen oder bis hier vor. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Der Weg ist gleich weit. Und ja, ich habe es ja gesagt, das Spiel ist sehr XP- bzw. Level-lastig, also wer wirklich ein Spiel spielen will, wo sehr questlastig ist, also wo man die ganze Zeit Quests erledigen muss, so eins kenne ich jetzt gerade mal so als Beispiel, Dragon Nest, spiele ich ja auch, beziehungsweise Let's Play ich ja auch, und ja, das ist sehr questlastig, also da hat man eigentlich für jeden Dungeon, wo man da macht, eine Quest, und für alles, was man macht, hat man eigentlich eine Quest. Man hat sozusagen gar keine wirkliche freie Meinung mehr, man muss alles per Quest machen. Und wenn man eben die Quests nicht macht, dann steigt man so gut wie gar nicht mehr auf, beziehungsweise steigt man sehr viel langsamer auf. Und hier ist es eben so ziemlich genau das Gegenteil, weil wenn man sehr viel Quests macht, dann ja, verliert man eigentlich eher den Rückstand hinter den Levelern. Bekommt einen Rückstand hinter den Levelern, weil die eben, oh, uhu, schon wieder Level Up. Level 17 und wieder zweimal SCR. So. Oh, da ist sogar der Giant Mia, aber der ist Level 27, den lasse ich, glaube ich, mal. Hier ist ein Level 27er Normalmob, aber boah, kein Problem. Da haut das einfach down, yeah. Das hat aber nicht so viel gebracht, wie ich es mir jetzt erhofft hatte. 11% habe ich. Ja, 11%. Mal schauen, wie viel es gibt. Boah, dafür. Oh, boah, machen die viel Schaden. Oh! Da, Critter. Ja, hab schon ein bisschen zu oft geklickt und nur 6% hat's gebracht, also nicht besonders viel. Lohnt sich nicht sehr. Also zu hohe Viecher sollte man auch wieder nicht angreifen. Es gibt so ein. Ich kannte das mal, da gab es so eine kleine Formel, bis wie viel es sich lohnt, höhere Viecher anzugreifen. Ich glaube, das war 5 Level oder so. Dann höher bringt es nicht wirklich. Bin ich sogar schon mit den Mias ein bisschen zu weit oben, also bei denen werde ich jetzt noch eine ganze Weile bleiben. Natürlich nicht in dem Video. Das Video werde ich jetzt gleich beenden. Aber ich glaube, ihr habt jetzt schon sehr gute Eindrücke. Oh, das kann mein Skill wieder machen. Sehr gute Eindrücke von dem Spiel schon mal erhalten. Wie gesagt, es ist halt nicht so. Ja, was soll ich sagen? Extrem mega super spiellastig.
So kann man sagen. Ich finde es trotzdem genial, weil teilweise kotzt mich das echt an, wenn man die ganze Zeit eine Quest machen muss, anstatt man einfach mal richtig draufhaut und 5 Level lang Power levelt, einfach nur durchmacht. Und das geht bei solchen Spielen wie Dragon Nest eben nicht so gut. Und hier geht es eben. Also hier früher einfach mal ein Wochenende hingehockt und 2 Tage durchgesuchtet, 10 Level geschafft und dann war man einfach wieder für eine Woche begnügt damit, also konnte man einfach wieder in der Woche gar nicht mehr spielen und dann hat man wieder am Wochenende gezockt. Das war halt eben sowas. Solche Power-Spiele, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr wirklich. Also Life ist eben noch so eins, aber die neuen Spiele alle, wie gesagt, sehr Quests- und Action-lastig. Also wo man dann eigentlich schon nach einer Stunde sagt, man ist jetzt fertig. Also man braucht jetzt nicht unbedingt noch mal 10 Stunden spielen. Und naja, jedem das seine, wie immer. Gut, dann hauen wir mal noch so einen Kürbiskopf hier. Kürbiskopf ist ja sogar eine Beleidigung teilweise. In manchen Ländern, in manchen Ecken. Oh, wegen des dämlichen Stein kann ich nicht mehr rauszoomen. So, jetzt. Und dann kommen wir den noch. Mach mal noch Level ab. Schade, dass ich noch so niedrig bin. Oh, gar kein Essen mehr. Schade, dass ich noch so niedrig bin, weil dann könnte ich den Boss machen. Das wäre richtig geil zum Abschluss von so einem Video. Oder nur ein Video über den Boss. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, da bringe ich mich ja schon wieder auf ganz gute Ideen. Könnte ich machen. Der war Level 27, genau, Level 27. Ja, würde ich mal sagen, mit Level 25 klopfe ich den um. Und dann, was mache ich dann im nächsten Video? Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen auf Boss Mia. Naja, die werde ich dann umklatschen. Und ja, dann noch ein Viech und dann sollte ich eigentlich Level Up haben. Und. Ich liebe diese Musik. Richtig cool. So eine coole Level-Up-Musik hat auch nicht jedes Spiel. Yo Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich diesen Part von Let's Play Life. Und ja, wie immer, haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.